Herzlich willkommen zum heutigen Infodienst, Ausgabe Nummer 23. In der vergangenen Woche habe ich mich sehr gefreut und endlich die amtliche Bestätigung per Urkunde vom Deutschen Patentamt bekommen und ich empfinde es als wohltuende Würdigung, dass ich ab jetzt meine Informationsbemühungen mit dem Namen AgilSmart verbinden darf. Ab jetzt heißt also der Infodienst AgilSmart. Zur letzten Mitteilung, da ging es um die Erfindung von Herrn Professor Kempe, gab es sehr, sehr viele Meldungen an mich. Meistens wurde mir mitgeteilt, dass man sehr staunt, was es gibt, was möglich ist. Und alle, die sich bei mir gemeldet haben, haben weiterführendes Interesse. Und ich verspreche Ihnen, dass ich dranbleiben werde und Sie über neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Entdeckung von Professor Kempe informieren will. Und ein bisschen spekuliere ich auch damit, Professor Kempe für ein Interview für unser AgilSmart, also unseren Infodienst, zu gewinnen. Mich erreichen auch ständig Nachfragen nach Vivotum Premium. Sie wissen ja aus vergangenen Mitteilungen, es geht um das weltweit kleinste und effektivste Gerät zur Hochtonfrequenztherapie. Wie es funktioniert, also biochemisch und bioelektrisch zugleich, darüber haben Sie umfassende Informationen von mir bekommen. Und auch, dass quasi jedermann Vivotum Premium nutzen kann, mit wenigen Ausnahmen nur. Und dass es also beinahe für jedermann gilt, dass das kleine Gerät gegen Schmerzen, deren Ursachen an jedem Ort, also fast an jedem Ort und zu jeder Zeit einsetzbar ist, darüber habe ich auch berichtet und das wissen Sie längst. Aber auch von außerhalb des Infodienst AgilSmart häufen sich die Nachfragen nach Vivotum Premium. Aus diesem Grunde biete ich meine Online-Seminare für die nächste Zeit sogar täglich an. Wer also Näheres noch zu Vivotum Premium wissen möchte, ich habe hier eingeblendet den Link, dort kann man sich anmelden. Machen Sie es vielleicht sogar gleich, melden Sie sich an. Der Link ist auch noch einmal unter dem Video im Text zu sehen. Das Online-Seminar geht 40 Minuten und ist kostenlos. Erfahren Sie dort, wie Menschen innerhalb von 6 Stunden schmerzfrei werden können und dass das alles ohne Nebenwirkungen und Gefahren und Risiken passiert. Und dass man das auch als Selbstbehandlung tun kann. Und stellen Sie sich vor, Sie haben Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Monatsschmerzen haben die Frauen oder es geht um Schmerzen nach Sportverletzungen. Sie haben es vielleicht sogar selbst in der Hand, sich von diesen Schmerzen dauerhaft zu verabschieden. Das Online-Seminar ist also für kurze Zeit täglich verfügbar. Melden Sie sich an, denn die Nachfrage ist enorm hoch. Denken Sie daran, jetzt sich rechtzeitig anzumelden, denn zu jedem Seminartermin ist die Teilnehmerzahl auf maximal 50 Personen begrenzt. Sollten Sie jetzt schon ernsthaft den kleinen Helfer haben wollen, das heißt, wollen Sie sich den zulegen und möchten so schnell wie möglich schmerzfrei werden, denn alles geht ja sehr schnell, dann bestellen Sie doch den kleinen Helfer Vivotum Premium. Ich denke sowieso, dass er in keinem Haushalt fehlen sollte. Und wenn auch der nützliche Helfer etwas Geld kostet, so sparen Sie doch über kurz oder lang das Geld ein, denn es gibt keine Medikamentenzuzahlung und keine Nebenwirkungen, die wiederum mit Medikamenten behandelt werden müssen. Und als Entwickler und Hersteller produziert ja die Saror-Firma Vivotum GmbH dieses kleine Gerät sehr preiswert. Bestellen Sie es also einfach unter diesem Link, der jetzt eingeblendet ist. Sie finden den Link auch noch einmal unten im Text. Klicken Sie dort und werden endlich wieder froh, ohne Schmerzen. Nachfolgend gehe ich auf die am häufigsten gestellten Fragen im Zusammenhang mit Vivotum Premium ein, also Fragen der Anwender, die uns am häufigsten gestellt werden. Die allerhäufigste Frage, nämlich warum in Apotheken, Sanitätshäusern und bei anderen Leistungsanbietern das Vivotum Premium kaum angeboten wird,
Die Frage beantworten Sie sich lieber selbst. Das ist die häufigste Frage. Aber eine kleine Hilfe gebe ich Ihnen. Wenn ich Apotheker anspreche, das Medizinprodukt in das Angebot ihrer Apotheken aufzunehmen, dann werde ich von den Apothekern gefragt, wodurch denn nach dem Verkauf des kleinen Gerätes weiterhin dauerhaft Geld verdient werden kann. Da muss ich zum Leidwesen des Apothekenprofits leider passen. Da kann ich nichts bieten, denn so wie bei den Medikamenten ist es bei der Hochtonfrequenztherapie nicht, dass dauerhaft Profit durch Folgeerkrankungen gezogen bzw. erzielt werden kann. Also ich denke, Sie können sich die Frage danach, warum Vivotum Premium so wenig angeboten wird in Apotheken, Sanitätshäusern und bei anderen Leistungsanbietern, also in unserem Gesundheitswesen, die Frage können Sie sich also selbst beantworten. Und warum Leistungsanbieter auf die Frage oft sagen, sie haben angeblich noch nichts von Hochtonfrequenztherapie gehört oder sie haben angeblich noch nichts davon erfahren. Die Methode ist, ich möchte das noch einmal wiederholen, seit 1913 publiziert. Davon nichts gehört zu haben, dazu gehört schon etwas. Nun zu den weiteren häufig gestellten Fragen. Fangen wir mit der ersten Frage. Es wird gefragt, wer garantiert mir die erforderliche Qualität des Vivotum Premium? Da ist die Antwort, dass natürlich sehr hohe Qualitätsanforderungen gestellt sind, schon alleine aus dem Firmenethos von Vivotum GmbH. Andererseits werden die Geräte regelmäßig und kontinuierlich auf Qualität geprüft. Sie sind als Medizinprodukt zugelassen und werden geprüft vom TÜV Rheinland. Und wir haben das Gerät als Medizinprodukt zertifizieren lassen. Und das spricht schon für die Qualität. Und es gibt für das Gerät 2 Jahre Garantie. Nächste Frage. Kann ich ohne jegliche Einweisung Vivotum Premium benutzen? Ja, das kann man. Wenn man die Gebrauchsanweisung gelesen hat, kann man sofort damit arbeiten und ist wahrscheinlich auch schnell erfolgreich. Ist die Anwendungsdauer mit Vivotum Premium limitiert? Oder kann ich auch häufiger als einmal am Tag behandeln? Hier gibt es überhaupt keine Limitierung, da vollkommen physiologisch vorgegangen wird. Es gibt ja keinen Reizstrom, wie wir wissen. Wenn wir uns strikt an die Gebrauchsanweisungen halten, können wir es immer und unlimitiert, zeitlich unlimitiert verwenden. Es kann mal vorkommen, dass der Stoffwechsel so stark angeregt wird und man eine Hautirritation bekommt. Aber das kommt recht selten vor. Sollte es vorkommen, dann pausieren Sie 2 Tage und dann ist es wieder in Ordnung. Wie kommt es, dass jahrelang Therapien bei mir keinen Erfolg hatten, werde ich gefragt. Und Vivotum Premium hat schon nach wenigen Stunden zu Wohlbefinden und wiedergewonnener Mobilität geholfen. Ja, die völlig auf natürlicher und physiologischer Basis funktionierenden Abläufe bei Vivotum Premium berücksichtigen die bioelektrischen Erfordernisse bezüglich ihrer Gelenks- und Rückenerkrankungen. Der Abbau von Schwellungen, Entzündungen verläuft demzufolge sehr effektiv und schnell und völlig natürlich. Nur sollten Sie beachten, dass für lang andauerndes Wohlbefinden bald erneut Wiederholungen vielleicht durchgeführt werden müssen. Meistens ist die Behandlung nicht mit einem einzigen Tag dauerhaft erfolgreich, sondern muss an anderen Tagen noch wiederholt werden. Nächste Frage. Wie kann ich ohne Einnahme von Medikamenten und Wirkstoffen die Zellen im Knie mit Nährstoffen versorgen? Wie funktioniert das? Na, das habe ich auch schon öfter erläutert. Wir haben also Stoffwechselprozesse, die wir bioelektrisch, biochemisch einleiten, gesteuert durch die komplexen Frequenzen. Es geht also um Regulation und es ist durchaus möglich und es wird auch durchaus ab erster Behandlungssekunde geschehen, dass Nährstoffe in die Zelle geraten durch die Zellprozesse, die wir uns abgeschaut haben von der Natur. Und dadurch ist es dann auch möglich, eventuell Schmerzmedikamente abzusetzen. Aber vorher ist Arzt oder Therapeut zu konsultieren. Nächste Frage. Ich spüre bei der Behandlung gar nichts und weiß nur durch das Blinken, ob das Gerät überhaupt arbeitet. Ja, das ist richtig. Schon schwache Impulse, schwache Aussendung von elektromagnetischen Frequenzen, geringer Intensität, bringen die Prozesse
in Gang und halten sie am Laufen. Sie müssen also nichts spüren, nicht unbedingt etwas spüren. Und trotzdem ist die Eindringtiefe der Frequenzen in das Gewebe unendlich. Also eine unbegrenzte Eindringtiefe haben wir, obwohl sie gar nichts spüren. Das Blinken reicht also völlig aus für sie zur Information, dass es funktioniert, das kleine Gerät. Und schließlich kommt es ja dann darauf an, dass sie durch gewonnene Schmerzfreiheit und Milderung der Schmerzen den Erfolg spüren. Frage: Kann Vivotum Premium auch bei meinen dicken Knien helfen? Reicht da die Eindringtiefe? Ja, die Eindringtiefe reicht. Wir haben eine unbegrenzte Eindringtiefe durch die komplexen Frequenzen, die wir einsetzen. Das haben wir uns quasi von der Natur abgeschaut. Und hier gibt es kein Problem. Wir müssen nicht mit mehr Energie rangehen, um tiefer ins Gewebe einzudringen. Wir nutzen biologische Effekte. Die nächste Frage: Kann ich mir mit Vivotum Premium Verbrennung zufügen? Also mit Vivotum Premium ist es nicht möglich, Verbrennung sich zuzufügen. Es geht darum, dass man die zum Vivotum Premium gehörenden Elektroden und nur diese Elektroden verwendet, dann kann es nicht zu Verbrennung kommen. Verbrennungen sind ausgeschlossen bei Vivotum Premium. Wie halte ich meine Klebeelektroden möglichst lange in guter Qualität? Halten Sie sich einfach an die Gebrauchsanweisung und nutzen Sie die mitgelieferte Abdeckungsfolie, wenn Sie die Elektroden nicht einsetzen, und dann halten Sie sie sehr lange sehr gebrauchsfähig. Auch kann es sein, dass einmal die Elektrodenoberfläche austrocknet, dann reichen 2-3 Wassertropfen, Leitungswasser auf die Klebefläche. Bitte nicht mit Leitungswasser abspülen, das kann zu Problemen kommen. Ja, dann gibt es Fragen, wo man die Klebeelektroden erhalten kann. Das geht natürlich übers Internet. Und ob man auch andere Elektroden verwenden kann, wird oft gefragt. Das wird natürlich nicht empfohlen, denn diese Elektroden sind genau abgestimmt und abgeglichen zu den Eigenschaften, die wir bei Vivotum Premium brauchen. Und denken Sie bitte daran, dass TENS oder herkömmliche Elektrotherapie weit, weit weg ist von der Funktionsweise der Hoch- und Frequenztherapie. Wir also auch nicht die Elektroden ohne weiteres übertragen können. Ich rate davon ab. Dann kommt eine interessante Frage. Manche Menschen haben ja Metallimplantate und fragen danach, ob das verträglich ist. Die Frage ist berechtigt, weil herkömmliche Elektrotherapie nicht verträglich ist zu Metallimplantaten. Doch Vivotum Premium arbeitet ja ganz anders und deshalb kann es bei Metallimplantaten eingesetzt werden, also bei künstlichen Gelenken oder Unterstützungen, Endoprothesen, Metallimplantaten kann es eingesetzt werden, das ist kein Problem. Hier fragt jemand, ob es auch bei akut fiebrigen Infekt einsetzen kann, und da muss ich sagen, dass bei akut eitrig fiebrigen Infekten, bei Herzschrittmachern, Spätschwangerschaft, Vivotum Premium nicht eingesetzt werden darf. Das ist nicht gestattet. Die Stoffwechselprozesse bringen dann die mit einer Sepsis verbundenen Bakterien zu mehr Aktivitäten und zu größerer Verteilung. Also bei Sepsis nicht anwenden. Hier fragt jemand, dass er beobachtet hat, wenn er Vivotum Premium einsetzt, dass er relativ häufig zur Toilette gehen muss. Ist das normal? Ja, das ist völlig normal. Das ist ein Zeichen für den Ausgleich des Stoffwechsels. Und es ist völlig normal, dass durch den Flüssigkeitsaustausch, nämlich die Flüssigkeitsnormalisierung in den Zellen, man auch häufiger zur Toilette muss. Kann ich während der Behandlung meine üblichen Arbeiten fortführen? Ja, ganz klar, wenn man davon absieht, dass die normale Arbeit nicht gerade duschen oder baden ist, da sollten Sie das Gerät abnehmen, aber sonstigen handwerklichen, geistigen, Büroarbeiten oder sonstigen Tätigkeiten nutzen Sie das Gerät währenddessen. Es wird ja von niemandem gesehen. Es ist ja eine diskrete Anwendung. Wir tragen es ja unter der Kleidung und Sie können es verwenden, wenn Sie eben dafür sorgen, dass es nicht gerade in Wasser eintaucht. Dann können Sie es benutzen. Nächste Frage: Kann ich nach einer Verletzung auch bei Verstauchung, Schwellung, Hämatomen und Entzündung Vivotum Premium behandeln? Ja, das ist absolut zu empfehlen. Es wird sehr, sehr häufig eingesetzt gegen Verstauchung, Schwellung, Hämatom und Entzündung
und ist auch sehr erfolgreich nach den Berichten, wie wir sie in den letzten Jahren aufgenommen haben. Also in diesen Fällen sehr zu empfehlen. Hier fragt jemand, ob man bei Meniskus-Schaden Vivotum Premium einsetzen kann. Antworte ich ja, man kann es einsetzen, aber es ist wahrscheinlich nicht hilfreich, denn ein Meniskusschaden ist ein mechanisches Hindernis, was auch mechanisch, also durch einen minimaloperativen Einsatz beseitigt werden kann. Und hier kann man keine dauerhafte Erfolge durch Vivotum Premium erwarten. Also bei Meniskusschaden nur bedingt kurzzeitig gegen die Schmerzen, aber dauerhaft und gegen die Ursachen hilft Vivotum Premium dort nicht. Kann ich mein kürzlich operiertes und nur noch schmerzhaftes Knie mit Vivotum Premium behandeln? Ja, tun Sie das. Es hilft dem Heilungsprozess und sehr viele fortschrittliche Ärzte, Operateure empfehlen es, nach der Operation 14 Tage lang einzusetzen. Hier fragt jemand, dass beide Knie schmerzen. Wie soll sie am besten behandeln? Natürlich nacheinander, ist meine Meinung, wenn nicht gerade zwei Geräte zur Verfügung stehen. Ja, hier noch, und dann nehmen wir das vielleicht als letzte Frage. Ich gehe regelmäßig zur Krankengymnastik. Vereinbart sich das mit meiner Vivotum Premium Behandlung? Ja, selbstverständlich vereinbart sich das. Die unterstützen sich gegenseitig, die Krankengymnastik und die Behandlung mit Vivotum Premium. Soweit also zu den Fragen. Wir sind mit dem Infodienst Agilsmart heute fertig. Erwarten Sie in der nächsten Woche die nächste Mitteilung. Ich denke, damit können wir weiter am Ball bleiben. Freuen Sie sich also auf Agilsmart 24.